Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Ja. Karl Marx, das Kapital ohne Kapital. Was wir brauchen, das ist ein neues Werk. Einfach und eingängig geschrieben, sodass jeder Mensch es verstehen kann. Die Konzentration des Kapitals wird immer größer werden. Wenn Sie arm sind, wollen Sie es nur sich selbst entscheiden. Und die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergehen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und ein herzliches Willkommen zu unserem Karl-Marx-Bankett. Stellen wir uns den Kapitalismus wie ein Hühnerei vor, ja? Dann brauchen Sie etwas, was ihn von innen heraus zerstört. Ist es gerecht, dass wir für unsere Arbeit keinen fairen Lohn erhalten? Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch. Den geschundenen Arbeiter, der am Webstuhl sitzt und mit den Zähnen fletscht, den gibt's doch heute gar nicht mehr. Du musst dir als Anwalt im Feld der Rechtswissenschaften deinen Platz erobern. Im düsteren Auge, keine Träne. Du heiraten. Und die Gesellschaft wird diesem Druck der Ungleichheit nicht standhalten können. Was hast du denn von dem, was ich dir erklären wollte, verstanden?